gut. Und wer natürlich Eddie Cochran sagt, muss natürlich auch Gene Vincent sagen. Guter Mann, ein bisschen Information steht auch sogar da. Das ist ganz gut, da stehen drauf Jahreszahlen, wann er was aufgenommen hatte. Und vor allem bei ihm ist auch wichtig, mit welchen Gitarristen. Was für Elvis Scotty Moore war, war für Gene Vincent Cliff Gallup. Und, aber auch die anderen Gitarristen waren gut. Hier ist hauptsächlich Aufnahmen aus Amerika. Er hat ja längere Zeit mal in England gelebt und hatte mit englischen Musik aus aufgenommen, was okay war, aber der richtige Stoff natürlich hier. Bebop-a-Lula, Baby Blue und Crazy Legs und Woman Love, also Bebop-a-Lula und Woman Love waren seine erste Single und die ist auch sehr, sehr gut. Höchstes Niveau und vor allem toll aufgenommen. Ja, Larry Williams, den werden viele vielleicht gar nicht so kennen. Aber natürlich kennt man die Stücke Boney Maroney und Slow Down haben die Beatles gemacht. She Said Yeah haben zum Beispiel Rolling Stones gecovert. Und das war einer der Musiker, der sehr talentiert war, war eigentlich der Nachfolger von Lloyd Price und später Little Richard auf Specialty Records und hatte auch ziemlichen Erfolg gehabt, ist dann 1960 oder 1959 wegen Drogenhandels in den Knast gewandert und hat danach sehr gute Musik gemacht. Allerdings hatte er auch sehr viel kriminelle Energie, die dann irgendwann 1980 ihn letztendlich das Leben gekostet hatte. Auf dieser Platte übrigens muss ich nochmal, ich heb sie nochmal hoch, sehe ich gerade, das ist eine Aufnahme aus den 60er Jahren mit Johnny Guitar Watson, sehr zu empfehlen. Ist eine britische Band, spielt als Begleitband die Amis und hier hat er ein paar Aufnahmen, Neuaufnahmen und ein paar neue Originale. Die Hälfte wird von Johnny Guitar Watson bestritten, der Lieder. Und ich muss sagen, das ist sehr gut und man, also er hat später sogar Disco gemacht und selbst das kann man sich anhören. Also ähnlich wie Johnny Guitar Watson. Und ja, seine Aufnahmen auf Specialty sind natürlich rauer und da spielt sogar Howard Roberts und Rainy Hall Gitarren und Plus Johnson an Saxophon. Plus Johnson dürfte den meisten vom Namen nichts sagen, aber er ist der Mann, der bei dem Pink Panther Theme das Saxophon spielt. Also klasse Leute.